Auf der Feierjahr des Jahres haben wir die IT-Chefs gefragt, welche Skills unerlässlich sind und was die Mitarbeiter unbedingt können sollten. Nächstes Jahr ganz wichtig, Leute, die mit Hadoop-Technologien, also NoSQL-Datenbanken, Big Data, umgehen können und dort insbesondere Reporting aufsetzen können. Branchenverständnis, IT-Verständnis und den Mut, neue Wege zu gehen. Also den wichtigsten Job wird es nicht geben, in dem Sinne, aber ein, was immer ein wichtiger Skill war in der IT und auch morgen, ist sozusagen dieses hybride Verständnis zu haben, also gute Leute zu haben, die sowohl viel von IT verstehen, gerade auch von den modernen Aspekten, von den neueren Aspekten der IT verstehen, aber eben die auch unser Geschäft gut verstehen und dann die Opportunities. Am Ende geht es ja um die Verknüpfung von IT-Technologie mit Geschäfts-Know-how, um da die entsprechenden Use Cases noch besser zu finden, besser zu fördern und besser umzusetzen. Also diese Hybridrolle, Geschäftsverständnis, Technologieverständnis, das ist das, was zukünftig besonders wichtig in IT-Aufgaben ist. Also für uns besonders wichtig ist eine, sag ich mal, Neuorientierung der Anwendungsentwicklung. In den letzten Jahren haben wir sehr viel die Kernanwendungen in den fachlichen Silos bereitgestellt. Jetzt kommt es mehr darauf an, diese im Querschnitt zum Zusammenspiel zu bringen. Das heißt also beispielsweise Anwendungen wie Business Network, SharePoint, Document, Electronic File Document Management in eine Portallösung arbeitsplatzspezifisch zusammenzubringen. Also mehr Querschnittswissen als Silowissen. Wir sehen das insbesondere im Internet of Everything. Dort einerseits im halt Verbindung zwischen der Maschinenwelt und der klassischen Informatik notwendig sind. Und zusätzlich zu dem haben wir auch insbesondere im Data Analytics sehen wir einen Bedarf an neuen Mitarbeitern, neue Art von Mitarbeitern, die sich auch mit diesen Fragen eher in mathematischer Form auseinandersetzen, nicht rein von der Technik. Ja, es geht in den Bereich mehr von Business Analyst, Information Architect, es geht um die Kommunikations-Capabilities von Leuten und nicht nur die technischen Fähigkeiten, es geht um die Umsetzbarkeit und diese Übersetzung, die man schafft. Es geht darum, dass wir Leute brauchen, die eigentlich verstehen, wie das Business funktioniert und dadurch dann im gemeinsamen Dialog mit unserem Partner die beste Lösung für die Firma findet. Wir brauchen natürlich immer noch die Leute, die Technik verstehen, die in der Technik arbeiten. Wir brauchen aber immer mehr Leute, die nah am Business dran sind, gemeinsam mit dem Business, Businessmodelle entwickeln, gemeinsam neue Ideen auch schaffen, Innovationen zu treiben, Seite an Seite, Hand in Hand mit dem Business. Also ich bin kein Fan, zumindest nicht in meiner eigenen Organisation, von absoluten Spezialisten, die nur eine ganz kleine Nische können, sondern mir ist der Generalist lieber, weil den Spezialisten, den kaufe ich mir dann einen Fall zu. Also meine Leute sollen eher den Überblick haben und ich ergänze dann im Prinzip von extern mit entweder mehr PS, wenn ich mehr Power brauche, mehr Leute oder wenn ich einfach bestimmtes Spezial-Know-how im Haus brauche. Die Mitarbeiter in der IT sind sehr oft auf der Technologie fokussiert und ich versuche im Moment viel mehr von denen zu verlangen, die einen Prozess sich zu übernehmen, ein Businessverständnis zu entwickeln und mehr in der Kommunikation mit den Fachbereichen zu gehen. Ich erwarte von denen, dass sie mehr Job Rotation machen und richtig in den Business gehen für einige Wochen, um zu lernen, wie da gearbeitet wird, um deren technologisches Know-how besser einzusetzen. Also mehr Kommunikation und mehr Interaktion mit dem Business. Also vielleicht noch mal versucht etwas konkreter, wie wollen Sie das erreichen, dass die besser kommunizieren, dass sie mehr sich austauschen über Schulung, über Workshops, über sonstige Möglichkeiten? Ja, die gehen einfach in den Fahrbereiche arbeiten. Also wir werden das so organisieren, dass meine Leute mindestens 4 Wochen in den Technik arbeiten gehen oder in der Kabine, um zu verstehen, wie die Abläufe dort sind.